Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge von der MP Mastercheck, ein Podcast der OTH Amberg-Weiden. In diesem dreiteiligen Podcast werdet ihr den Masterstudiengang Medientechnik und Medienproduktion an der OTH Amberg-Weiden kennenlernen. Mein Name ist Christoph Molltagen, ich bin selbst Student an der OTH Amberg-Weiden und studiere diesen Master. Ich werde euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise rund um den Studiengang. Hier erfahrt ihr mehr über die Inhalte des Studiengangs, die Berufsmöglichkeiten nach dem Abschluss und über das Studieren an der OTH Amberg-Weiden. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Du hast bereits einen Bachelorabschluss im Medienbereich in der Tasche? Du suchst den Masterstudiengang, der nicht nur zu dir passt, sondern dich auch zu deinem Traumberuf führt? Dann bleib dran! Bei Ton denkst du nicht an Töpfe? Ohne deinen Kopfhörer gehst du nicht aus dem Haus? Du filterst nicht nur deinen Kaffee und mischst mehr als nur Cocktails? Du willst in deiner Karriere den Ton angeben? Dann bist du bei uns genau richtig. Hier lernst du nicht nur, wie man ein Video in Surround Sound vertont, sondern erfährst auch Interessantes über die Psychologie des Hörens. Klingt das wie Musik in deinen Ohren? In dieser Episode geht es um das Studieren an der OTH Amberg-Weiden. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Andreas Feirer und Lisa Peter. Beide sind Studierende dieses Masterstudiengangs. Daneben begrüße ich Mert Merkan und Philipp Schwarm. Beide haben ihren Abschluss bereits in der Tasche und sind schon fest im Berufsleben angekommen. Hallo zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo. 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 Mert, du hast ja bereits dein Masterstudium an der OTH Amberg-Weiden abgeschlossen. Was würdest du sagen, macht die OTH aus? Naja, architektonisch ist die OTH ja schon was Besonderes, sag ich mal. Das ist eine alte Kaserne. Und dann mit diesem modernen Zubau, also das macht die OTH schon ein bisschen aus, würde ich sagen. So eine Hochschule sieht man nicht überall. Sonst die Running Snails, die sind, glaube ich, auch relativ erfolgreich, diese Formelfahrer. Ansonsten, ja, hat einen schönen Campus, würde ich sagen. Riesen Parkplatz, auch genug für alle Studenten. Also, und auch ein schönes Wohnheim direkt daneben, wo Studentenzimmer und so anmieten können. Ja, es gehört alles dazu, zum Gesamtpaket, finde ich, so ein bisschen. Ja, ganz klar. Das Running Snail Racing Team ist eines unserer großen Aushängeschilder der Hochschule. Und dadurch, dass die ja so fachübergreifend auch arbeiten, ist das genauso für den Medienbereich interessant. Andreas, was macht die OTH deiner Meinung nach denn aus? Die OTH ist ja doch eine kleinere Hochschule, was alles seine Vor- und Nachteile hat. Die Vorteile sind, denke ich, dass die Professoren die Studenten sehr gut kennenlernen. Nachteile sind vor allem bei kleineren Gruppen wie Masterstudiengang, fällt es natürlich sofort auf, wenn jemand fehlt. Jeder kennt jeden und da muss man eben versuchen, davon zu profitieren. Und Lisa, was meinst du? Schön an der OTH finde ich, dass es klein ist, familiär, also es ist überschaubar. Man kennt wohl die Professoren, man kennt seine Kommilitonen, es ist so familiär, man kann gut in Gruppen arbeiten, also man versteht sich mit allen. Ja, man fühlt sich einfach wohl an der Hochschule. Ja, es ist schon schön, wenn man auch persönlich mit den Professoren reden kann, auch über Probleme. Also gut, es ist vielleicht wie in der Schule, wenn man jetzt überlegt, gut, da kann man auch zum Lehrer gehen, wenn man Hilfe braucht. Aber wenn ich wirklich auch wegen Fragen, wegen Studium auch mal wirklich den Professor persönlich fragen kann, dann nimmt sich der auch Zeit für dich. Ja, genau. Nee, wir sind kleiner, ja, haben wir jetzt schon gesagt, aber dieses Familiäre, das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Also Leute von meinem Freundeskreis, die hier mich mal besucht haben aus dem Studium und die studieren an der Universität, die können sich das zum einen überhaupt nicht vorstellen, was man hier so erlebt, zum anderen beneiden die uns manchmal so ein bisschen für die OTH. So viele sagen immer Amberg und Kleinstadt und die nehmen das alles nicht so richtig ernst. Aber ich habe festgestellt, dass sie im Endeffekt sich sagen, hätte ich das ein paar Jahre eher gewusst, dann hätte ich auch in Amberg studiert. Herr Schwarm, was hat Ihnen denn an dem Studium an der OTH gefallen? Besonders gut gefallen hat mir die Qualität der Lehre, die Menschlichkeit der ganzen Hochschule und diese gesamte Atmosphäre. Lisa, was findest du an dem Studium in Amberg besonders? Was mich jetzt besonders überrascht hat, war, dass es seit dieser Entwicklung mit Corona jetzt auch die Entwicklung im Online,
Online-Studium gut vorangegangen ist. Also wir konnten sofort ab März Online-Präsenzveranstaltungen über das Internet machen, weil die Hochschule komplett dahinter war, dass man mit Netzwerken und Tools, dass man da jetzt online arbeiten kann und auch die Fächer zu den Stundenplanzeiten besuchen konnte oder kann. Aber auch man ist flexibel. Also diese Wochenendkurse zum Beispiel, die man eigentlich gehabt hätte, die finden halt jetzt abends statt. Also man ist super flexibel und das hat mich echt an der Hochschule beeindruckt, dass sie das so schnell auf die Reihe bekommen haben und so gut gemacht haben. Ja, mich auch. Ich meine, klar, gut, ich habe jetzt da auch mitgearbeitet, aber letzten Endes hat das ja absolut super schnell funktioniert. Mert, was hast du denn an dem Studium in Amberg gemocht? Besonders gut gefallen hat mir eben ja dieses Abwechslungsreiche. Das hat mir sehr gefallen, diese verschiedenen Projekte in den verschiedenen Bereichen. Und auch, dass man schon unterstützt wurde, wenn man das erwähnen darf, ich weiß es nicht. Also die Hochschule ist gut aufgestellt, so vom Equipment, hat ein bisschen Luft nach oben, man könnte auch mehr machen, aber ist gut an sich aufgestellt. Und dass man eben halt Equipment auch zur Verfügung gestellt bekommen hat. Bei meiner Masterarbeit habe ich zum Beispiel eine Drohne ausgeliehen, zwei Kameras und das hat mir dann schon gefallen. Also das fand ich auch sehr gut. Mhm. Ja klar, ja, ich meine, die Ausleihe hat ja das ganze Equipment. Warum soll man das nicht für die Masterarbeit dann nutzen? Ist ja klar. So, zum Schluss dieser Podcast-Reihe jetzt noch eine letzte Frage. Für wen ist denn der Masterstudiengang Medientechnik und Medienproduktion geeignet? Mert, was denkst du? Fang mal an. Ich denke, der Studiengang ist für eben kreative Leute sehr gut geeignet. Leute, die sehr visuell denken oder, keine Ahnung, auch für Informatiker, die aber irgendwie noch was Kreatives dabei haben wollen. Also nicht die reine technische Informatik, sondern eben ein bisschen mit Medien noch vermischt. Ja, für so Leute eben mit einem Medienabschluss, würde ich sagen. Es hat auch technische Seiten, aber das ist gut. Da kriegt man auch viel mit, sag ich mal. Man schreibt ja auch so Audioproduktionen zum Beispiel oder aber auch interessante Fächer wie Hören, Psychoakustik, in denen man vielleicht hauptberuflich nicht tätig sein wird, aber es trotzdem interessant ist, es mal mitzubekommen. Mhm. Was denken Sie, Herr Schwarm? Der Studiengang ist meiner Meinung nach für all diejenigen geeignet, die genügend kreativ sind, die aber auch technisch affin sind und vor allem für solche, in denen ein gewisses Tüftlergehen steckt. Also die einfach Spaß daran haben, zu entwickeln und auszuprobieren. Ja, herzlichen Dank an euch für das Gespräch und für die interessanten Einblicke in euer Studium an der OTH Amberg-Weiden. Ja, ich wünsche euch alles Gute für euer Studium und euren weiteren Lebensweg. An euch da draußen, ich hoffe, ihr habt jetzt interessante Aspekte über das Studieren an der OTH Amberg-Weiden erfahren. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann schaut doch mal auf der Webseite des Studiengangs vorbei. Tschüss und macht's gut und vergesst nicht auszuchecken. Euer Christoph Molthagen.